Gehört dir. Ja, wunderschönen guten Abend allerseits. Häufig ist es ja so, dass wenn man auf irgendwelchen coolen Partys ist oder zum Beispiel hier beim Abasseln im SO36, dass man dann gefragt wird, und was machst du denn so themenmäßig? Und wenn ich dann sage, naja, also wofür ich so brenne und was ich in meiner Freizeit mache, Rente, Betriebsrente, Riestern, richtig geil, alte Menschen, Altersheime, Altenpflege, kommt meistens sowas zurück wie, sind jetzt ja nicht so die mega sexy Themen? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man der Sache nicht Unrecht tut. Denn vielleicht früher war es mal so, dass wir mit alten Menschen so Menschen wie Dürers Mutter in Verbindung gebracht haben im zarten Alter von 62. Während man heute durchaus auch noch feuchte Träume bei alten Menschen bekommen kann. In einem ähnlichen Alter. Und was sich verändert hat, ist nicht nur die Konstitution von alten Menschen, sondern auch unser Umgang mit ihnen. Und das hören wir immer wieder, Dinge wie, naja, wir sollten alten Menschen mehr Respekt entgegenbringen. Das war früher doch anders. Und drei dieser Thesen insbesondere würde ich jetzt mal einfach prüfen wollen, mit euch mal durchgehen und zeigen, wie es denn früher war und warum wir da vielleicht ein bisschen genauer drüber nachdenken sollten. Früher wurde Alten mehr Respekt entgegengebracht, hört man immer wieder, vor allen Dingen im Bus. Früher musste man im Alter nicht mehr arbeiten, der wohlverdiente Ruhestand. Früher lebten alle Generationen unter einem Dach. In der guten alten Zeit hat man aufeinander aufgepasst. Nun, schauen wir uns das doch mal an. Also, früher wurde Alten mehr Respekt entgegengebracht. Da schauen wir ins alte Athen, die Wiege der Zivilisation, die Philosophen, die uns die Demokratie geschenkt haben, Weisheit, viele gute Gedanken und natürlich auch gut umgegangen sind mit den Alten. Das hört man beispielsweise bei Euripides. Das hohe Alter, dieser beständige Freund, wie ich deine Anwesenheit begrüße, sie auch schätze ich, die da ihre Lebensspanne verlängern wollen und versuchen, die Gezeiten des Todes durch Medizin und Magie, sowas wie Globuli, zu überwinden. Sie sollten, da sie doch so viel geleistet haben, ruhen und genießen und von den Jungen gepflegt werden. Das einzige Problem an der Sache, das hat er so nie gesagt. Ich habe das ein bisschen verändert. Was er wirklich gesagt hat, ist, das hohe Alter, dieser widerstandslose Feind, wie ich deine Abwesenheit begrüße, sie auch hasse ich, die da ihre Lebensspanne verlängern wollen, versuchen die Gezeiten des Todes durch Medizin und Magie zu überwinden. Sie sollten, da sie doch der Erde keinen Nutzen mehr bringen, sterben und fortgehen in dieser Reihenfolge und den Jungen nicht mehr im Wege stehen. Das Problem in Athen war für die alten Menschen, dass sie ein recht gesundes Verhältnis zur Schrift hatten. Das tradierte Wissen hatte keinen großartigen Wert mehr und spätestens unter Perikles im 5. Jahrhundert vor Christus gab es einen regelrechten Jugendwahn. Alte Menschen wurden aus Politik und aus Gesellschaft rausgedrängt und es wurde von ihnen erwartet, dass sie ihren Besitz an die Kinder abgeben. Und wenn das nicht passiert ist, dann wurden sie regelmäßig von den eigenen Kindern auf Schwachsinn verklagt. Wen das auch getroffen hat, ist beispielsweise den Tragödiendichter Sophokles. Der hatte allerdings vor Gericht dann seine neueste Tragödie vorgetragen, so als ich komme aus dem Gefängnis Freikarte, und konnte recht gut zeigen, dass er doch noch bei Trost ist. Früher musste man im Alter nicht mehr arbeiten. Nicht so wie heute. Und da können wir mal ins erste Zivilpensionsgesetz nach Preußen schauen. 1872, also großer Zeitsprung jetzt. Und zwar durch dieses Gesetz konnten erstmals Beamte mit 65 in Rente gehen oder verrentet werden. Und Ergebnis der ganzen Geschichte, bis zum Ersten Weltkrieg hat sich das Eintrittsalter im Durchschnitt von 72 auf 68 Jahre verringert, weil Beamte, anscheinend hat sich da das Arbeitsethos ein bisschen verändert, mit Händen und Füßen versucht haben, nicht in Rente zu gehen, weil sie das für Stigma hielten, Bedeutungsverlust und auf jeden Fall irgendwie vorwegschieben wollten, soweit es geht. Die nächste große Etappe war die Alters- und Invalidenversicherung unter Bismarck. Die älteste Rentenversicherung der Welt, wird immer wieder gerne zitiert. Was wir dabei vergessen, ist, dass seit 1899 sie nur noch Invalidenversicherung hieß. Und es gab da eine Mehrheit, nicht nur im Reichstag, sondern auch in der Bevölkerung, die gesagt hat, wenn jemand 70 Jahre alt ist und bei guter Gesundheit, hat er so viel Glück im Leben gehabt, der braucht nicht noch eine Rente dazu. Eine Partei, die das auch mitgetragen hat, ist diese. Hatte anscheinend immer schon ein besonderes Verhältnis zur Rente. Man könnte sich jetzt vorstellen, sie würden heute mit so einem ähnlichen Parolen versuchen, Stimmen zu gewinnen. Dann fragt man sich wieder, ob sie nicht genau das schon tun und deswegen an der Wahlurne dementsprechend abgestraft werden. Früher lebten alle Generationen unter einem Dach. Ja, ihr ahnt es schon, ob das immer so war. Also wir wissen zumindest, in Mitteleuropa gab es seit dem ausgehenden Mittelalter, weil die Generationenverhältnisse anscheinend nicht so super waren, das sogenannte Altenteil. Und das lief dann so. Die Eltern haben dann gesagt, okay, ihr kriegt den Hof, wir sind schön zum Notar gegangen, weil ich traue euch sowieso nicht richtig über den Weg. Es war vielleicht noch so ein Trauma aus Athen. Und
haben dann gesagt, ihr kriegt den Hof, dafür bekommen wir jedes Jahr so viel Liter Bier, Schweine, Gänse und so weiter. Super Sache. Problem nur, der Wert der Eltern wurde relativ gut berechenbar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das junge Ehepaar ist glücklich und wollte immer schon mal eine Italienreise machen, die zufälligerweise auch ein bisschen Schwein, Gans, Bier und Geld kostet, ist das natürlich eine schwierige Wahl. Da muss man mal abwägen. Eltern oder Italien? Und wie viele von uns natürlich auch, haben sich auch da häufig die Menschen so entschieden. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Bananenschale auf der Kellertreppe liegen lassen. Wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass die Generationenverhältnisse so schwierig waren, haben die dann wirklich zusammengelebt? In einem Haushalt. Und wir können mal in den schönen, beschaulichen Ort Chilverscotton nach England gucken, vorindustriell. 1851. Wie haben die denn zusammengelebt? Die über 65-Jährigen, was ziemlich alt war damals. Wir sehen, dass nur 20% einen Drei-Generationen-Haushalt hatten. Alle anderen haben mit unverheirateten Kindern zusammengewohnt oder sogar sowas wie Alten-WG. Ganz abgefahren. Also bei reichen Menschen hieß das dann mit Dienern zusammenleben, bei ärmeren in der Tat einfach mit Nachbarn. Es gab keine Erwartungshaltung, die Eltern zu pflegen. Man hatte mit den eigenen Kindern genug zu tun, insbesondere wenn man arm war. Und außerdem wussten alle, das gibt nur Stress, mit den eigenen Eltern und Kindern zusammenzuleben. Wer hat denn jetzt das Sagen? Der Älteste oder der Hausherr und so weiter und so fort. Also eher schwierig. Wenn aber die Großeltern nicht mit dem eigenen Haushalt gearbeitet oder gewohnt haben, dann stellt sich auch ein bisschen die Frage, naja, wie wichtig waren die überhaupt so im Leben? Und da können wir mal in die Literatur reingucken. Grimms Märchen ist vorindustriell. Wie viele Großeltern spielen denn da so mit? Und ich kann es euch sagen, nicht sehr viele. Es gibt genau zwei Märchen, wo eine Großmutter vorkommt. In einem nur davon spricht sie. Großvater quasi irrelevant. Großeltern, naja. Dauerbrenner damals waren Dinge wie Hexe, Königstochter, Hans. Es könnten auch Grimms Hans-Märchen sein. Der Wolf, Bier, Kindervater und so weiter. Also wenn das irgendwie die Wirklichkeit wiedergespiegelt hat, war es in der Tat eine gute Annahme, eher mit dem Wolf als mit der Großmutter zu rechnen. Wie das heute vielleicht noch in der brandenburgischen Provinz ist. Und wenn Großmutter, Großvater, Großeltern wirklich damals diese wichtig waren, dann können wir das nämlich auch noch ein bisschen weiter verfolgen. Und als literarische Figuren. Und wir sehen, die machen erst so richtig Karriere mit der Industrialisierung. Da kommt auf einmal so eine romantische Vergangenheit auf. Ach, damals, wisst ihr noch, wie schön wir alle zusammengelebt haben. Naja, also scheint wohl nicht so der Fall gewesen zu sein. Und Oma, Opa beispielsweise gibt's auch erst in der Schriftsprache seit dem Zweiten Weltkrieg. Was ich auch sehr spannend an dieser Kurve finde, ist die Frage, warum in den 60ern und 70ern im deutschsprachigen Raum so wenig Menschen über ihre Großeltern schreiben wollten. Dementsprechend müssen wir ein bisschen was korrigieren von dieser Vorstellung, die wir haben, dass alle unter einem Haus, in einem Haus gewohnt haben. Der Dackel, die Freunde, Bekannte, alle zusammen ein großer Haushalt, vor allem Oma, Opa, und das ein bisschen aufräumen. Und zwar sah das so aus, dass zumindest die Familie irgendwo gewohnt hat und die Großmutter in einem Haus, zum Beispiel da, wo im Wald, da ist gute Luft, auch wenn sie vielleicht alt und krank ist, wollte sie natürlich alleine wohnen. Man hat dann hin und wieder vielleicht die Tochter rübergeschickt. Heutzutage fesches Blau. Damals wäre das sowas wie Rot gewesen. Man könnte es auch Rotkäppchen nennen. Und das Mädel geht dann rüber, möchte der Großmutter Äpfel bringen. Die Großmutter existiert ja als Figur nicht. Und wenn man in das Märchen schaut, tut sie es nämlich auch da nicht. Und sie trifft stattdessen den Wolf. Der Wolf hat zunächst die Großmutter gefressen. Aus demografischer Sicht eigentlich eine ganz begrüßenswerte Entscheidung. Macht sich dann aber auch an Rotkäppchen ran. Das ist natürlich fürs Rentensystem der Kollaps, das ist nicht gut. Also der Wolf, alle möglichen Probleme damals wie heute. Und was er auch frisst, sind unsere historischen Altersbilder. Dem Grunde nach müssen wir davon ausgehen, alles, was wir denken, wie es früher mal war mit den alten Menschen, hat ganz wenig, wirklich ganz, ganz wenig historische Grundlage. Das heißt aber nicht, dass es unwichtig ist. Denn was wir uns vorstellen, wie es früher mal war, das ist nicht, wie es wirklich war, sondern wie wir es gerne hätten, sind unsere Wünsche an das Alter. Was wir von der Politik erwarten, was wir von uns selbst erwarten und wie wir gerne mal behandelt würden. Das sind Dinge wie Respekt vor den Alten oder vor dem Alter, ein verdienter Ruhestand, in Würde altern. Das sind tolle Wünsche und als solche, als Handlungsempfehlungen wirklich wichtig. Sie haben nur nicht so die historische Kraft, mit der sie häufig verwendet werden. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage, was war wirklich früher? Früher war mehr Lametta. Und das ist auch historisch gut belegt. Vielen Dank.